Digitalisierung im Museum ist en vogue und es finden vermehrt Konferenzen zu dem Gegenstand statt. Getrieben wird das Ganze, allerdings auch belastet, durch den politischen Druck von oben. Das zuletzt sogar in der Bundesrepublik Deutschland ganz weit oben entdeckte Interesse am Digitalen zieht mannigfaltige Initiativen auch im kulturellen Feld nach sich. Vor ein paar Wochen war ich zu einem Vortrag in Stuttgart, wo das Kultusministerium ein vergleichsweise gut dotiertes Programm zur digitalen Ertüchtigung der Museen betreibt. Es war so ziemlich das erste Mal, dass die Direktorinnen und Direktoren nicht ihre Volontäre vorgeschickt haben, sondern zumindest vereinzelt auch selber anwesend waren. Viele, vor allem Jüngere, begrüßen die Digitalisierung mit Werf, andere sind eher skeptisch, weitere wenden sich mit Grausen ab. Allzu anders ist die Welt der Elektronik gegenüber der des Museums, allzu unvermittelt prallen hier die berühmten Two Cultures von Natur und Geisteswissenschaften aufeinander, als dass der Annäherungsprozess reibungslos verlaufen könnte. Zur Versachlichung der Debatte könnte beitragen, den historischen Ort des digitalen Museums ins Auge zu fassen, zu fragen, ob die revolutionäre Rhetorik, mit der die Digitalisierung im Museum zuweilen daherkommt, nicht zu kritisieren ist. Dabei spreche ich im Folgenden vom digitalen Museum immer dort, wo digitale Instrumente zur Erweiterung des musealen Angebotes eingesetzt werden, nicht etwa nur in den auch existierenden Fällen, wem sage ich das, wo das ganze Museum ausschließlich im digitalen Raum existiert. Als Historiker neige ich dazu, von Hause aus dazu, Rhetoriken des Bruches eher mit Zurückhaltung zu begegnen, in allen, wie auch immer, radikalen Veränderungen die Kontinuitäten zu betonen, so auch hier. Was wiederum nicht heißt, dass ich in der Digitalisierung nicht eine tiefgreifende Weichenstellung für das Museumswesen des 21. Jahrhunderts sehen würde. Museen, ist das übrigens mein Glas hier? Museen, die sich offensiv der Digitalisierung bedienen, um ihre Aufgabe anzugehen, finden sich inzwischen überall auf der Welt. Aber das, was in den Vereinigten Staaten in dieser Sache abläuft, ragt doch heraus. Von Los Angeles, wo Getty und LACMA sich besonders innovativ geben, über Cleveland, in dem das Museum of Art mit der Art Lens Gallery ein geradezu sportliches elektronisches Interaktivitätszentrum einschließlich riesiger Wall mit, die Amerikaner haben es ja im Moment so mit der Wall, mit individuellen Auswahlmöglichkeiten anbietet, bis hin nach New York, gerade in der amerikanischen Ostküstenmetropole, sind die vielleicht bemerkenswertesten Entwicklungen zu beobachten. Mit dem Brooklyn Museum, das früh mit avantgardistischen Unternehmungen dabei war, dem Metropolitan und seiner absoluten Professionalität gepaart mit erstaunlicher Experimentierfreundlichkeit im Digitalen, und dem Cooper Hewitt Museum, das der hier morgen auf dem Podium diskutierende, wieder zum Leben erwachte Peter Kerber einmal eine elektronische Experimentierstation mit angeschlossener Sammlung genannt hat, dass die Amerikaner auch im Feld des Digitalen, jetzt bin ich gerade abgelenkt von einer der angerollten Apfelsine, des digitalen Museums vorneweg stürmen, dürfte verschiedene Gründe haben. Einerseits das umfangreicher zur Verfügung stehende Personal oder allgemeiner die größeren finanziellen Mittel, zumindest in den führenden Instituten. Andererseits kommt aber wohl auch ein unbeschwerterer Kunst- und Kulturbegriff hinzu, der weniger Scheu vor der Verbindung von Kunst und Technik an den Tag legt. Wie dem auch sei, ich nehme die Feststellung zum Anlass, hier bei diesem Vortrag die amerikanische Museumsgeschichte etwas genauer in den Blick zu nehmen, was aber angesichts der internationalen Verflechtungen, gerade auch des Museumswesens, Aufschlüsse für Europa hoffentlich nicht ausschließt. Typologisch gesehen lässt sich das moderne amerikanische Kunstmuseum in zwei Grundformen einteilen, die von dem Museumssoziologen Cesar Grania in den frühen 1970er Jahren beschrieben und von dem ehemaligen Direktor des Brooklyn Museum, Duncan F. Cameron, etwa gleichzeitig unter dem prägnanten begrifflichen Gegensatz Tempel und Forum gefasst wurden. Der Zeitpunkt scheint nicht zufällig,
also die frühen 70er Jahre, weil in einer Phase der Demokratisierung des Museums seit der 68er-Bewegung die traditionelle, aber bis dahin und schon seit dem späten 19. Jahrhundert dominante Museumsform erst ihre historische Plastizität erhielt. Für Grania wurde sie verkörpert vom Bostoner Museum of Fine Arts und erhielt ihre volle Ausprägung unter dem dortigen Direktor Benjamin Ives Gilman im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Also ich gucke ziemlich viel weiter zurück jetzt, also im Vergleich zu dem, was bisher in den Vorträgen gekommen ist. Das geschah im Kontext eines triumphierenden Ästhetizismus, der auch die pädagogischen und utilitaristischen Ansätze vor allem der Kunstgewerbemuseen des späten 19. Jahrhunderts verdrängte. Zur Erinnerung, das Kunstgewerbemuseum, die Kunstgewerbemuseen im Gefolge des Victoria and Albert in London waren auch gegründet worden, um der jeweils heimischen Industrie Ideen für eine gelungene und verkäufliche Produktgestaltung zu liefern. Das überragende Einzelwerk war in jener ästhetizistischen Perspektive absoluter und unhintergehbarer Referenzpunkt, dem sich der Betrachter in verehrender Kontemplation zu nähern hatte. The museum's permanent galleries are designed as quiet areas where the individual visitor can see and respond to the individual work of art. This personal encounter between the viewer and the object is the deep and particular satisfaction a museum offers. Explanatory gallery labels usually keep the text to a minimum to avoid intruding between the visitor and the work of art, heißt das in einem noch immer von Gilman inspirierten Kommentar, der 1971 vom Cleveland Museum herausgegeben wurde. Ausgestellt als kontextloses Isolat, verlangt es die Verehrung genialischer Schöpferkraft. Spirituelle Erbauung wird von solcher Kunst garantiert und sie ist nur in absoluter Stille und vollster Konzentration zu erlangen, womit sie einen Gegensatz zu schnöder Produktgestaltungsverbesserung liefert, wie sie von den Kunstgewerbemuseen angeboten wurde. The primary way to explain a work of art is to exhibit it. Let us isolate the object. Let us be sure that it is at all times lit to the greatest advantage and let us so arrange the gallery that the visitor can sit comfortably in front of it and lose himself in communion with the work of art. John Coolidge vom Fogg Art Museum in Cambridge, Massachusetts, suggeriert den religiösen Charakter einer solchen Kunstanschauung. Die kontemplative Betrachtung des Werkes kommt der Einnahme des Leibes Christi nahe. Um diese Reinheit der Empfindung zu garantieren, erfand Gilman sogar ein technisches Hilfsmittel, das sogenannte Skiascope, mit dem er das Einzelwerk aus dem Drumherum ausblendete und dessen fokussierte Wahrnehmung zu garantieren suchte. So streng das Rezeptionsideal aus dieser Sicht ist, so eindeutig ist es auch in seiner Beziehung zum bürgerlichen Selbstbewusstsein. Im Anspruch auf geistige Führung durch Kunst konnte bürgerliches Leadership seine eigene gesellschaftliche Prägekraft beanspruchen. Künstlerische Form und bourgeoiser Habitus gingen hier nahtlos zusammen. Das genialische wie innovative Kunstwerk eignete sich hervorragend, um bürgerliches Fortschrittsdenken zu spiegeln. Die amerikanischen Industrietaikune des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zählen bis heute zu den emblematischen Kunstsammlern überhaupt. Neben das Bostoner stellte Grania das New Yorker Modell, das er als das demokratische gegenüber dem aristokratischen Bostoner bezeichnete. Verweisen könnte man hier auf Francis Taylor, den Direktor des Metropolitan Museums, der in einem ansonsten einigermaßen abstrusen, wohl nur durch die ungeheuren Verwirrungen am Ende des Zweiten Weltkriegs zu erklärenden Text schrieb: We have placed art both literally and figuratively on pedestals beyond the reach of the man in the street. He may visit the museum on occasion, but he certainly takes from it little or nothing of what it might potentially offer him. Instead of trying to interpret our collections, we have deliberately high-hatted him and called it scholarship. There must be less emphasis upon attribution
to a given hand and greater emphasis upon what an individual work of art can mean in relation to the time and place of its creation. Meine These wäre hier, dass die Idee des digitalen Museums ihren Ausgangspunkt deutlich in letzterer Vorstellung nimmt. Das mag zunächst trivial klingen, könnte aber in seinen Implikationen doch das eine oder andere Schlaglicht werfen oder auch zum Anlass genommen werden, von manchen Irrwegen zu warnen. Dabei muss klar sein, dass die beiden Typen nicht so reinlich zu scheiden sind, wie das in der Theorie klingt. Gilman hatte in seinem Bostoner Museum durchaus auch Erziehungsprogramme aufgelegt und umgekehrt blieb die individuelle kontemplative Zwiesprache mit dem Einzelwerk selbstverständlich auch am Metropolitan erwünscht. Aber ich argumentiere hier sehr idealtypisch. Um der Rolle des in diesem Sinne demokratischen Museums etwas mehr Substanz zu verleihen, möchte ich zunächst zwei aufeinander bezogene Positionen des frühen 20. Jahrhunderts etwas näher beleuchten, die mir als Stichwortgeber für das digitale Museum dienen können. Sie werden jetzt feststellen, dass ich in den nächsten Minuten so ganz direkt über das digitale Museum nicht sprechen werde. Ich hoffe aber, dass bei Ihnen im Hinterkopf immer so ein bisschen was anklingt. Der Museumsmann ist John Cotton Dana, eine eindrückliche Figur, die nach der Neuherausgabe seiner vielen verstreuten Texte zuletzt wieder stärker beachtet wird. Der Philosoph ist John Dewey, dessen revolutionäre Bedeutung für die theoretische Befindlichkeit der Moderne einmal mit derjenigen Martin Heideggers verglichen wurde. Obwohl in Deutschland, glaube ich, Entschuldigung, wir sind ja hier gar nicht in Deutschland, in Europa, nicht viele Leute kennen. Er wird mit dem Schulbegriff des Pragmatismus immer ein wenig unter Wert verkauft. John Cotton Dana erlangte Berühmtheit in seiner Zeit in Newark im Staat New Jersey. Ursprünglich Bibliothekar, entwickelte er seine Idee vom Museum eben aus dem Geist der Bibliothek heraus. Die Industrie- und Arbeiterstadt Newark setzte er gegen die das Luftlinie keine 30 Kilometer entfernte New York mit seinem repräsentativen Reichtum. Bedeutsam sind ihm Bibliothek wie Museum als Bildungsinstitute für die weniger Begüterten, denen aber nicht etwa revolutionäres Klassenbewusstsein, sondern Kenntnis und Wertschätzung amerikanischer Vorstellung von Geschmack und Demokratie vermittelt werden sollten. Seine ganze Verachtung galt dabei der neureichen Magnatenschicht, die sich, prominent analysiert in Thorstein Veblen's Theory of the Leisure Class von 1899, in ihrer ins Kunstsammel gerichteten Conspicuous Consumption, das ist hier der Begriff, unter dem der Veblen bekannt ist, dem Vorbild europäischer Aristokratie andienen und dabei vor allem von den unteren Klassen absetzen wollte. Bei den reichen Newarkern brachte ihm das, wie man sich vorstellen kann, nicht unbedingt nur Freunde. Seine Ablehnung von deren Sehnsucht nach Aufbau einer von den europäischen Superstars der Kunstgeschichte geprägten Kunstsammlung nach New Yorker Vorbild ist vielfach überliefert. Stattdessen zog Dana eine in hohem Maße utilitaristische Idee des Museums vor, in dem Kunstgewerbe und Alltagskunst dominierten, vor allem aber auch Gegenstände aus amerikanischer Produktion. Daneben wählte er nicht nur Originale, in denen er Fetische bürgerlicher Unnachahmlichkeitsideologie sah, sondern auch Reproduktionen, etwa in Form von Gipsabdrucksammlungen. Dieses Museum brachte er gegen die von ihm verächtlich als Gazing Gallery titulierte Sammlung in Stellung, mit der er zweifellos Museen vom Typ des Gill-Menschen in Boston meinte. It is better to spend money in making good use of one thing than in acquiring another thing. Und der Gebrauch geht in seiner Perspektive über das reine kontemplative Betrachten eben hinaus, dem er immer wieder ein lebendiges Museum gegenüberstellte. Spitzenwerke der Kunstgeschichte schienen ihm nur dort dienlich, wo der moderne Betrachter sie in einen Bezug zum eigenen Leben setzen konnte. Geschmacksbildung des Durchschnittsmenschen war ihm viel wichtiger, ausdrücklich zum Vorbild dafür nahm er sich den Deutschen Werkbund und Karl Ernst Osthausens Volkserziehungsbewegung, die von seinem Museum in Hagen ausging. Dabei hielt er die Idee von ästhetischer Reinheit der Kunst für ein Konstrukt und gestand jedem zu,
diese auch mit außerästhetischen, nicht formalen Merkmalen in Verbindung zu bringen. In ihnen etwa die schlichte erzählerische Funktion zu gutieren. Oberste Orientierungsmarke war Dana immer die städtische Community, in deren Dienst ein Museum oder auch eine Bibliothek stehen musste. Dabei verstand er die Community als eine gesellschaftliche Organisationsform, die ihre Identität eher über Kooperation als über Kompetitivität erlangte, eine Idee, die er aber wiederum nicht sozialistisch auslegte, sondern im Sinne eines ins Gemeinschaftliche überhöhten Individualismus. Wenig hielt Dana von den Museen, die als Ansammlung von Weltwundern in erster Linie dazu dienten, staunende Reisende zu faszinieren. Kunstwerke mussten in seinen Augen erschlossen werden, wenn sie sprechen sollten. Objects are silent. They must tell about themselves, their origin, purpose, their relative positions in the development of their kind and countless other details through labels, guides and catalogs. Das Museum, welches er zuweilen auch Institute for Visual Instruction nannte, das müssen Sie sich mal vorstellen, so um 1915 rum, wurde ihm dadurch zu einem Diskursraum, zu einem Forschungszentrum, wo unabhängige Individuen frei debattieren, Ideen testen und ihre Gedanken auch in unerwartete Richtungen verfolgen. Hier nämlich wandelt sich das Mausoleum, in dem die Vergangenheit begraben ist, so Dana selber, beliebte Metapher, bei dem findet man die schon, in eine lebendige Institution, die sich in ein Verhältnis zur Gegenwart setzt. Carol Duncan, eine der profiliertesten linken Kunsthistorikerinnen der Vereinigten Staaten, schreibt in ihrem Buch über Dana zusammenfassend, dessen demokratisches Museumsmodell habe gegen das von Gilman, das sie im Anschluss an Grania unter dem Begriff des ästhetischen Museumsmodells zusammenfasst, im weiteren Verlauf der Entwicklung eher den kürzeren gezogen. Auch das, was nach 68 passierte, so könnte man ergänzen, hat hier keine durchgreifende Änderung bewirkt. Insbesondere die Integration von Alltags- und Ausstellungskultur sei durch eine immer deutlichere Segregation der beiden Bereiche abgelöst worden, was man zum Beispiel, Duncan, daran sehe, dass das Metropolitan Museum die Designabteilung immer weiter aus dem Zentrum der Anlage an den Rand verschoben habe. Meine erweiterte vorweggenommene These besagt, dass das digitale Museum hier als gegenläufig betrachtet werden kann, dass es der Idee Danas neue Kraft verleiht. Die Durchführung der These, das ist jetzt eine richtige Parosieverzögerung, verschiebe ich, mal abgesehen davon, dass die Parosie nachher nicht so ist, wie es bei der Parosie eigentlich sein sollte, verschiebe ich erneut und will mich vorher erst noch dem philosophischen Gewährsmann zuwenden. John Dewey stand sehr stark in der naturwissenschaftlich-positivistischen Tradition der revolutionären Entdeckungen des späteren 19. Jahrhunderts. Als wichtigster Inspirator wäre für ihn hier wohl Charles Darwin zu nennen. Dewey kritisierte die von Plato ausgehende Letztbegründung des Verhältnisses von Mensch und Welt, wenn er die Idee des kontemplierenden Ichs verwarf, das sich in der Distanznahme souverän der Umwelt bewusst wurde und diese in der Erkenntnis aus ihrer materiellen Unreinheit befreite. Noch in der kartesianisch inspirierten neueren Erkenntnistheorie wird in Deweys Augen der Erkennende als außerhalb der zu erkennenden Welt positionierter konstruiert und als Geistiges gegen die Materialität der Objektwelt gesetzt. Dagegen stellt Dewey einen Erkennenden, der immer schon in der Welt selber verankert ist und sich in ihr verhält. Damit holt er die Erkenntnis in die Erfahrung zurück und ordnet sie anderen Formen des Wirklichkeitsbezuges gleich, denen sie sich vorher überlegen fühlte, sei es moralischen, praktischen oder ästhetischen Zugangsweisen. Die Kunst als sinnliche Form der Erkenntnis erhält hier eine neue Dignität, und zwar gerade als eine der Materie verhaftete, die nicht auf geläufige Vergeistigung angewiesen ist. Die Welt, heißt das in Summe, wird nicht als schon vorhandene in der erkennenden Wahrnehmung reproduziert und geläutert, sondern überhaupt erst in der vielfältigen handelnden Praxis geschaffen. Das Experiment mausert sich dadurch zum privilegierten Zugang, der direkte Eingriff in eine als wandelbar gedachte Wirklichkeit ersetzt die passive Betrachtung einer als festgefügt begriffenen Realität.
die eben nur klassifiziert werden kann. Das heißt aber auch, dass jedweder Zugriff auf die Welt, gerade auch der wissenschaftliche, immer nur eine Synthese der vorhergehenden ist und reversibel bleibt, also von einer neuen Synthese überholt wird. Ich will hier keinen Kurzschluss vollziehen und die erkenntnistheoretische Kritik an der Kontemplationshaltung Deweys mit der von Museumsleuten wie Gilman favorisierten kontemplativen Kunstrezeption in einen direkten Zusammenhang bringen, aber wir werden sehen, dass die gleichsam interventionistische Idee des demokratischen Museums, wie ich sie bei Dana herauszuarbeiten versucht habe, hierauf doch bezogen werden kann. John Deweys gesamte Gedankenwelt kreiste um die Idee von Erziehung und Demokratie. Mit seinen engen Verbindungen zu Albert Barnes war er mit der frühavantgardistischen Kunstwelt eng verbunden und auch mit einem Akteur, der Demokratisierungsidee Danas Nähe stand, ne? Barnes Collection in Philadelphia, ne? Marion. Wenn Dana statuierte, dass the idea of the museum is in its use, so war die Nähe zu Deweys pragmatischem Erkenntnisbegriff unverkennbar. Für Dewey selbst avancierte das Museum zu einer zentralen erzieherischen Instanz und zu einem Ort, an dem sich seine pragmatistische Erkenntnistheorie in idealer Weise entfalten konnte. Experiment und Handlung stehen auch hier im Zentrum, wiederum gewendet gegen die passive reine Schau. In einem Prozess, der mit dem Schlagwort des Learning by Doing zu begreifen wäre, handelten idealerweise lernende Individuen eine Erkenntnis von Kunst aus und übten damit demokratische Verfahrensweisen ein. Eine Dana wie Dewey gemeinsame Kritik an bestimmten Formen der Musealisierung kann hier zur Frage überleiten, wie sich das digitale Museum zu den Überlegungen der beiden Amerikaner verhält. Bei Dewey heißt es gleich zu Beginn seines berühmten Art as Experience, das ist ja das, was auch ins Deutsche bei Suhrkamp erschienen ist, übersetzt ist von 1934, löst man einen Kunstgegenstand sowohl aus seinen Entstehungsbedingungen als auch aus seinen Auswirkungen in der Erfahrung heraus, so errichtet man eine Mauer um ihn, die seine allgemeine Bedeutung, um die es in der ästhetischen Theorie geht, beinahe unerkennbar werden lässt. Genau das aber passiert in einem Museum, in dem keine Instanzen agieren, die der Isolierung entgegenwirken. Erinnern Sie sich an das Bild von der Washington Gallery, was ich eben gezeigt hatte. National Gallery in Washington. Dana ist gerade geschlossen, wie Sie wissen. Dana wie Dewey kommen daher, das war das mit der Mauer, kommen daher immer wieder auf die Forderung zurück, die Kunst mit dem Alltag zu vermitteln, eher die Kontinuität zwischen Museums- und Lebensraum zu betonen, als deren Gegensatz. Dana fordert, die Kunst in die Schulen und sogar in die Kaufhäuser zu bringen. In Newark hat dies der mit ihm befreundete Kaufhausmagnat Ludwig Bamberger tatsächlich einmal getan. Die Kunst als Ausstellung in das Kaufhaus gebracht. Und auch Danas Hinweis darauf, die Schaufenster der Kaufhäuser seien aufgrund ihrer ästhetischen Durchdachtheit häufig die besseren Museen, wird man in diesem Sinne verstehen dürfen. Wir haben ein Projekt, der Einfluss des Kaufhausschaufensters auf die Museumsgestaltung. Dewey kritisierte die geläufige Polarisierung ebenfalls und machte sich über diejenigen lustig, die sie auch noch theoretisch zu verschärfen trachteten. Denn die verbreitete Auffassung leitet sich her von einer Trennung zwischen der Kunst und den Dingen bzw. den Situationen der alltäglichen Erfahrung. Und viele Theoretiker und Kritiker rühmen sich, diese Trennung aufrechtzuerhalten oder gar zu vertiefen. Aus dem gleichen Grund lehnten beide die Trennung von High und Low ab. Jede Hierarchisierung zu Ungunsten etwa des Kunstgewerbes und der Gebrauchskunst stieß auf ihren entschiedenen Widerspruch. Für Dewey mündete im Umkehrschluss die Ghettoisierung der Kunst im abgetrennten Raum der musealen Kirche in der paradoxen Tatsache, dass sinnlich populäre Formen wie das Kino, die Jazzmusik, der Comic von den Zeitgenossen gar nicht mehr als Kunst begriffen wurden, weil sie im Alltag verwurzelt sind und eben nicht im Museum. Hier Ausnahme, ne? Hier haben wir ein Kino im Museum.
demnächst, jetzt haben wir auch Makerspaces im Museum, aber das ist ja nur noch, kommt noch. Gemeint ist, dass in den Augen der Öffentlichkeit Kunst offenbar nur noch das ist, was im Museum seinen Platz findet. Eine Pervertierung, die sich durch die Museumsgeschichte ergibt. Das ist, so müsste man wohl ergänzen, eine für die Kunst unangenehmere Tatsache als für Kino, Jazzmusik und Comic. Denn der hohe Anspruch mündet dann in Marginalisierung und schließlich Absterben. Dehnas gesamte Ausstellungsaktivität wiederum nahm in Parallele dazu eher die Gebrauchskunst in den Fokus, denn diese scheint ihm näher an den Bedürfnissen des Volkes zu stehen, in deren Dienst er seine gesamten New Yorker-Aktivitäten stellte. Die erwähnte Idee vom Museum als Tempel, welche Grania im Bostoner Modell unter Gilman realisiert sah, zielte genau auf das Gegenteil ab. Sie strebte die Trennung von Alltags- und Museumsraum an. Gerade in der Sakralisierung des Kunsterlebnisses stellte es sich als das andere der Normalität dar. Und auch wenn das hier vielleicht anders klingt, ich bin hier nicht dazu da, irgendeins dieser Modelle zu priorisieren oder zu favorisieren, sondern mir geht es erstmal nur darum, sie neutral als solche zu beschreiben. Ein guter Teil der Begründung für eine digitale Erweiterung des Museums zielt in eine ganz ähnliche Richtung. Machen wir uns klar, dass diese, also nicht in die Gilmansche Richtung, der Anschluss war misslungen, machen wir uns klar, dass diese Begründung sich gerne in den Dienst einer Idee stellt, die unter dem Begriff des Besuchermuseums firmiert und die gegenüber dem traditionellen Sammlungsmuseum immer mehr Oberwasser erlangt. Also soweit ich die museologische Literatur der letzten Jahre und Jahrzehnte mitkriege, ist das ein ganz zentraler Gedanke. Schon vor etwa einem halben Jahrhundert hat in diesem Sinn eine Entwicklung im Museumswesen eingesetzt, die dessen Dienst an der Öffentlichkeit gegenüber der reinen Pflege des Kunstwerkes immer mehr in den Mittelpunkt stellte. For the better or the worse, also das ist hier nicht gemeint. Fast schon topisch geworden ist die Aussage, via Internet könne man die Mauern niederlegen, die das klassische Museum in ihrer abweisenden Undurchdringlichkeit umgeben. Für Max Hollein etwa war die Möglichkeit, jenseits der eigenen musealen Räumlichkeiten Wirkungen zu entfalten, Grundlage seiner digitalen Strategie und Antrieb, diese Aktivitäten in den Jahren vor seinem Weggang massiv auszuweiten. Wenn insbesondere amerikanische Museen heute ihre Klickzahlen im Internet mit fast dem gleichen Stolz präsentieren wie die der Besucher in Real Life, dann ist das nicht nur ein geschickter Schachzug in der Self-Promotion, sondern entspricht der Öffnung, die auch von Dana und Dewey propagiert wurde. Die Digitalisierung bietet Museen weltweit die Möglichkeit, die eigenen lokalen Beschränkungen zu transzendieren. In gewisser Weise greifen sie damit auch Ideen auf, die in der klassischen Avantgarde entwickelt wurden, nämlich die Kunst erneut mit dem Leben zu verbinden und sie, wie in der Russischen Revolution geschehen, wieder auf die Straße zu bringen. Im wörtlichen Sinne gilt das für den erwähnten Hollein, der einmal zur großen Verärgerung der lokalen Presse, der ganze Dreck, wer macht denn das nachher wieder sauber, einen QR-Code auf die Straße sprühen ließ, um damit Reklame für eine Ausstellung in der Schirn zu machen. Also mitten auf die Straße, nicht so vornehm an die Seite, wo es keiner sieht, sondern mitten auf die Straße. Wohlgemerkt, mitten auf den Böller, das habe ich gerade gesagt, weitergreift ein Projekt wie das des Kopenhagen Museum aus, das seit Jahren auf einem der zentralen Plätze der dänischen Hauptstadt einen riesigen, aus mehreren Plasma-Monitoren zusammengesetzten Bildschirm unterhält. Dieser projiziert die digitale Reproduktion von Objekten aus Kopenhagens Stadthistorischen Museum, eingebunden in eine dreidimensionale Präsentation des historischen wie zeitgenössischen Stadtraumes. Der Clou dabei, die Monitore sind berührungsempfindlich und erlauben den Nutzerinnen und Nutzern, von denen es schon wenige Monate nach Aufbau im Jahr 2010 an die 400.000 gab, weitgehende Interventionsmöglichkeiten. Dazu gehört auch die Option, eigene Bilder ihrer Stadt hochzuladen und zum Bestandteil der Präsentation zu machen. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Installation sich vor allem an die Einwohner Kopenhagens richtete, weniger an Touristen. Das Museum bzw. dessen Erweiterung im öffentlichen Raum hat sich hier von dem zu bestaunenden anderen in das Aktionsfeld jedes einzelnen Besuchers verwandelt.
In den öffentlichen Raum hinein erweitert sich auch ein Museum wie das in China verwirklichte Mobile Digital Museum of Inner Mongolia, das Sie sicherlich alle kennen, das sogar insofern noch weiter geht, als es die Leute nicht zu sich einlädt, sondern zu ihnen hinfährt. Denken Sie an Danas bzw. Bambergers Kaufhauskunstausstellung. Ein mit Elektronik vollgepackter Lastwagen, dessen Laderaum in eine 45 Quadratmeter große Ausstellungsfläche umgebaut werden kann, bereist seit 2013 die chinesische Provinz und präsentiert die Schätze des Museums der Inneren Mongolei in virtueller Form einer Landbevölkerung, die ansonsten wahrscheinlich nie die Gelegenheit hätte, ein Museum einmal von innen zu sehen. Man könnte es auch verschärft sagen, die wahrscheinlich überhaupt nicht weiß, was ein Museum überhaupt ist. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie von oben herab klingt. Das ist eine Lösung wie geschaffen für ein Riesenreich, da kann man glaube ich gar nicht mehr so sagen heute, ne, welches außerhalb seiner Großstädte immer noch als Entwicklungsland zu gelten hat und über eine riesige bildungshungrige Bevölkerung verfügt, deren Kulturalisierung zur Ausbildung einer nationalen Identität vorrangig scheint. Ich merke gerade, dass dieser Satz, der ist irgendwie altbacken. Die vollständige Fokussierung auf die Reproduktion aber dürfte in einem Land wie China, das nächste ist jetzt wieder schwierig, das mit den Begriffen von Original und Kopie gegenüber dem Westen ganz andere Wertigkeiten verbindet, auch aus mentalitätsgeschichtlichen Gründen leichter zu verteidigen sein. Der Begriff der Reproduktion veranlasst nicht einen weiteren Schritt in der Genealogie des digitalen Museums zu unternehmen. Die Verteidigung des klassischen Museums mündet in letzter Konsequenz immer in der Apotheose des Originals, das ausschließlich im Erlebnis am authentischen Ort zu genießen sei. Als Kronzeuge hierfür wird immer wieder, kein Vortrag ohne ihn, gerne Walter Benjamin herangezogen, der in der technischen Reproduktion den Grund für den Verlust der Aura des Kunstwerkes sah. Weniger ausdrücklich weist man auf die bei Benjamin grundsätzlich positive Funktion hin, die er diesem Auraverlust beimisst. Denn die von ihm ersehnte Politisierung der Ästhetik, die er gegen die Ästhetisierung der Politik im Faschismus setzt, vollzieht sich gerade in der Vervielfältigung des Originals, die zu dessen bewusstseinsbildender Effektivität führt. Das ist der Grund, warum der die technischen Zeitalter im Kunstwerk der technischen Reproduzierbarkeit, warum er auch so durch und durch modern ist, naja gut. Mir scheint, Dana und Benjamin wären sich in dieser Hinsicht ganz einig gewesen und in Danas edukativen Programm spielten Reproduktionen eine ganz entscheidende Rolle. In der Verteidigung des digitalen Museums kommen ähnliche Töne hoch und gegenüber der Rede von der Unerreichbarkeit des Originals durch die Reproduktion wird umgekehrt auch darauf verwiesen, dass die Reproduktion viel mehr kann als das Original. Finde ich auch, das muss man auch mal sagen. Hat jetzt jemand, den ich kenne, getwittert. Und da ist mir irgendwie, obwohl das irgendwie klar war, wie Schuppen von den Augen gefahren. Wir müssen nicht immer nur hinter dem Original herrennen, obwohl ich weiß, das ist in einem Museumskontext natürlich schwierig, sondern man darf auch mal darauf verweisen, man kann mit der Reproduktion super tolle Sachen machen. Wir haben es ja doch heute gesehen und gestern wahrscheinlich auch. Zum Beispiel können Reproduktionen in einer vom analogen Vorbild unterschiedenen Verbindung zusammengestellt werden, damit der in den letzten Jahrzehnten wachsenden Kritik an der unvermeidbar festgefügten Kanonisierung eine Alternative zur Seite stellen. Wir haben es eben bei der Frau Zindel gesehen, was man mit der Digitalisierung machen kann, von der sie gesagt hat, dass sie nicht neutral ist, aber sie erreicht sozusagen die Möglichkeiten der Neutralität, indem sie polyfokal ist, polyperspektivisch ist und damit zumindest eine Neutralität in der Betrachtung, in der Rezeption des Betrachters erreichen kann, der eben die verschiedenen Perspektiven vor sich hat. Ich hoffe, dass das in ihrem Sinne war. Ein für mich immer noch beeindruckendes Beispiel für die Leistungsfähigkeit der Reproduktion, das fällt eigentlich so ein bisschen hinter das zurück, was wir eben in den Vorträgen, insbesondere in den ersten beiden, diese Hackergeschichte und von der Frau Zindel. Ich mache es trotzdem. Für die Leistungsfähigkeit der Reproduktion hat das Amsterdamer Van Gogh Museum mit seiner Touch Van Gogh App geliefert. Ich zeige Ihnen nur einen Ausschnitt aus der tiefen Analyse eines Frühwerks, das hoffentlich einigermaßen anschaulich belegt, man müsste die in den Film vorführen, dass unter der Oberfläche der realisierten Pariser Stadtansicht zunächst ein Porträt geplant war, welches Van Gogh dann mit einem ganz anderen Motiv übermalt hat. Das ist ja hier ein ganz vereinzelter Beleg.
das Wegrubbeln der Tablet-Oberfläche gerät hier in eine absolut plausible Nähe zum virtuellen Entfernen der oberen Malschicht, das die Restauratoren zuvor mittels Infrarotlicht vorgenommen hatten. Wer an dieser Stelle einwendet, mit einem gewissen Recht, dass der produktive Anteil des Betrachters bei einer solchen App in festgefügten Bahnen abläuft, wird aber zugeben, dass hier nur etwas präformiert ist, was vielfach im Internet zu beobachten ist. Die hier zur Verfügung gestellten Tools bieten einen Funktionsumfang an, der zuvor nur in hochprofessionellen Kontexten gegeben war und erlauben einen analytischen Zugriff, der jetzt eben auch dem Laien dezentral zur Verfügung steht. In dem Zusammenhang würde ich, fällt mir jetzt gerade ein, wirklich dringend empfehlen, mal so Leute zu lesen wie Jeremy Rifkin über die Null-Grenzkostengesellschaft oder auch Chris Anderson über den 3D-Druck, von dem er denkt, dass er eine Revolutionierung des gesamten ökonomischen Lebens betreibt. Das geht genau in diese Richtung. Wie erinnerlich sah Dana in der Adressierung und Bildung einer Community, und das ist ein Aspekt, der mir nun besonders am Herzen liegt, die vornehmste Aufgabe des Museums. Schon aufgrund der Zweikanaligkeit des Internets, in dem sich ein Großteil der Aktivitäten des digitalen Museums abspielt, scheint mir die Gemeinschaftsbildung auch hier eine wesentliche Qualität. Denn der Rückkanal ist die Voraussetzung dafür, dass ein Museum nicht nur Botschaften sendet, sondern diese auch empfängt. Und die grundlegendste Definition von Gemeinschaft dürfte darin bestehen, dass in ihr sendende und empfangende Individuen sich zusammenfinden. Die Zweikanaligkeit des Internets machen sich Museen insbesondere dort zunutze, wo sie das Ausstellungswesen demokratisieren. Mit Klick, das ich schon deswegen erwähne, weil die dafür verantwortliche Shelley Bernstein, in meinen Augen die bis heute wichtigste Matadorin des digitalen Museums ist, wobei ich zugeben muss, dass ich die ganz rezenten Geschichten auch gar nicht mehr so richtig mitkriege, insbesondere in den USA nicht, hat das Brooklyn Museum schon früh das Publikum in seine Ausstellungsaktivität einbezogen. Dabei wurde es im Jahr 2008 beauftragt, nämlich das Publikum, zeitgenössische Fotografien zu bewerten, was dann, das müsste ich jetzt umfangreicher präsentieren, das lasse ich, was dann zur entsprechenden Präsentation in der Ausstellung führte. Im gleichen Jahr hat übrigens Peter Weibel, der hier bestimmt auch bekannt ist, nicht nur hier natürlich, eine kurze Theorie dieses von ihm Museum 2.0 genannten Projektes vorgelegt. Danas und Deweys Idee vom Experiment und Besucheraktivität findet hier ihre vielleicht eindrucksvollste Realisierung im elektronischen Zeitalter. Bernstein hat im Laufe ihrer Aktivitäten und vor allem auch im Anschluss an das Klick-Projekt aber auch eine entschiedene Revision ihrer Vorstellung vom digitalen Museum vorgenommen, die auch für die meisten anderen Museen relevant sein dürfte. Ganz im Sinne John Cotton Danas nämlich, setzte sie mit ihren späteren Projekten ganz auf die lokale und regionale Community und verzichtete auf die globale Dimension, die bei dem Gedanken an das weltweit empfangbare Internet immer so nahe liegt. Sie stellte nämlich fest, dass die Beteiligung an den digitalen Unternehmungen eng begrenzt war und in der nachbarschaftlichen bis regionalen Umgebung ihren Schwerpunkt besaß. Für einige Institute mit weltweitem Renommee mag dies die falsche Strategie sein, und ich weiß auch nicht, ob es fürs Belvedere gerade das Richtige ist, aber ich glaube doch auch, weil hiermit auf umfangreiche Interessensgruppen verzichtet würde. Für die meisten allerdings dürfte Bernsteins Erfahrung von großer Relevanz sein. Also nicht immer auf die ganze Welt zu gucken, sondern durchaus auf lokale Zusammenhänge. Und wenn ich mir dann einen der, wie ich finde, interessantesten Digitaltheoretiker, Kulturdigitaltheoretiker überhaupt im Moment angucke, Felix Stalder, für den ist es eben entscheidend, dass die ganzen Derapage der digitalen Kultur, soziale Medien, Fake News, Blasenbildung und sowas alles, die werden wir nicht verhindern können. Wir werden nicht dahinter zurückfallen können, sondern wir werden sie dadurch vielleicht in positive Bahnen bringen, dass wir die digitale Organisation zurückführen in eine analoge Präsenz von begrenzten Communities. Es geht nicht um die Communities der 2 Milliarden in Facebook und 1 Milliarde bei Twitter, sondern unsere Rettung könnte darin bestehen, dass wir wieder lokale, regionale, aber sich am Ort treffende Leute treffen, die schaffen,
die sowas wie Nachbarschaftsnetzwerke und sowas machen. Also Felix Stalder empfehle ich. Jetzt habe ich schon den dritten Literaturtipp gegeben. Das digitale Museum hat in seiner konsequent realisierten Form wenig mit dem zu tun, was in Cleveland als Quiet Area firmierte und für den Typus des Tempels stand. Und jetzt kommt ein etwas umstrittenerer Teil oder einer, bei dem ich mich selber auch nicht so ganz wohlfühle. Wer auf die aparte Idee kommt, im Handy einen Nachfolger von Gilmans Skiascope zu erblicken, wird sehr schnell merken, dass sich hier eigentlich die Zielsetzung umkehrt. Diente das Skiascope der Konzentration auf das eine Werk, geht es beim Handy um Zerstreuung durch Einbindung des Kunstwerkes in eine soziale Situation. Ich gebe zu, das ist eine sehr einseitige Darstellung. Der Freund der Augmented Reality, wir haben ja heute Nachmittag in diesem Vortrag über die Hacking-Geschichte tolle Beispiele dafür gefunden. Oder mit den Nofretete, ne? Da geht mir das Herz auf, wenn ich sowas höre. Also der Freund der Augmented Reality begibt sich selber gerade nicht in die Zwiesprache mit dem einzelnen Bild, sondern öffnet dieses in imaginäre, wenn auch irgendwie historisch vermutete Bereiche oder er macht schlicht und ergreifend auch politische Statements. Ich kann mich an eine Sache, ich finde übrigens die Idee, dass Museen diese Hacking selber organisiert oder ihren Schutz nehmen, finde ich irgendwie albern. Also da muss man den Gegensatz doch auch aushalten. Ich kann mich erinnern, im Museum of Modern Art hat es mal so eine Sache gegeben, da waren die Leute aus dem Museum nicht einverstanden mit, da haben die mit Augmented Reality eine ganz andere Genealogie der modernen Kunst gemacht, von der wir ja wissen, dass deren klassische, kanonisierte Form am Museum of Modern Art in New York entwickelt wurde. Das finde ich eigentlich interessanter. Den Gegensatz, den muss man auch aushalten. Und nicht, dass die da jetzt wieder so, mach mal hier für uns ein bisschen Hacking. Das digital erweiterte Museum tendiert ins Unruhige, durch Stimmen und Bewegung überformte. Selbst die Möglichkeit, mit dem Handy und dessen steigender Intelligenz, Stichwort automatische Bilderkennung, einzelne Bilder im Museum historisch zu kontextualisieren, weist in diese Richtung. Fast fühlt man sich an Daniel Chodowieckis Gegenüberstellung aus dem Göttinger Taschenkalender von 1780 erinnert, indem einerseits die bürgerlich kontemplative und andererseits die aristokratisch resonierende Rezeptionsweise von Kunst prägnant präsentiert wird. Denn manchmal denke ich, wenn ich mir das hier angucke, als ich noch studiert habe, war ich ganz davon überzeugt, dass die Linke unsere Rezeptionsweise ist. Die kontemplative, ne? Inzwischen unter dem Einfluss wahrscheinlich dieses Digitalmuseums, weiß ich gar nicht, ob nicht die rechte, die altertümliche, denken Sie auch an die Renaissance von barocken Kunstformen, Kunstkammer und sowas. Diese altertümliche Rezeptionsform ist uns vielleicht fast schon näher gekommen. Das finde ich ein interessantes Phänomen, wenn es stimmt. Der Hinweis auf Chodowieckis sollte aber auch als Warnung dienen, das führe ich jetzt ein bisschen aus, das nicht mehr kontemplative Museum als schlichten Verrat an der Sache zu sehen, als Niedergang ins seicht Unterhaltsame. Zumindest mag er andeuten, dass das ästhetizistische Tempelmodell des Museums zutiefst verbunden ist, das würde ich hier links eben sehen, mit einem spezifischen Kunstbegriff, der seine weitreichendste Grundlegung in der Goethezeit erhalten hat und in der Folge die gesamte bürgerliche Museumsbewegung geprägt hat. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass wir mit dem digitalen Museum auch in einer Krisenphase des bürgerlichen Museums sind. Aber ich kriege gleich Haue für, ich weiß. Meine Damen und Herren, ich habe versucht, einige Begründungsstrategien für das digitale Museum in einen Zusammenhang mit älteren Vorstellungen der Aufgaben einer Gedächtnisinstitution zu bringen, die mit Namen wie John Dewey und vor allem John Cotton Dana verbunden waren. Überwindung der Grenzen des Museums, Reproduktionspolitik, Vitalisierung, Communitybildung. Dies sind nur einige Gesichtspunkte, und das hätte nun wirklich weiter ausgeführt werden können, der Idee eines digitalen Museums. Der entscheidende Aspekt aber, der alle diese Zugangsweisen vielleicht zusammenfasst, scheint mir in der Aktivierung des Besuchers zu liegen, der die Grunddisposition des Kontemplativen zu überlagern beginnt. Aber auch das ist natürlich sehr idealtypisch gedacht, weil man wird darauf hinweisen dürfen, dass bestimmte Formen von Aktivität im Kontemplativen natürlich durchaus auch drin sind. Man wird nicht so ganz falsch liegen, wenn man diese Haltung in eine Nähe zur pragmatischen Vorstellung rückt und dessen Grundeinsicht ernst nimmt. Der Gegenstand der Erkenntnis, also pragmatisch im Sinne Deweys, der Gegenstand der Erkenntnis ist nie schon gegeben,
sondern konstituiert sich immer erst im Zugriff auf ihn. So gesehen, und das schien mir auch ein Ausgangspunkt für die Diskussion, sind digitale Formen, die wie etwa das Pariser Atelier des Lumières weitgehend auf erschlagende Monumentalität setzen, eher irreführend und sollten allenfalls als Sonderfälle akzeptiert werden. Hier nämlich könnte sich das Schicksal des digitalen Museums entscheiden. Wird es die demokratisierenden und die Betrachter aktivierenden Potenziale erfüllen, die bei den amerikanischen Praktikern, bei diesen beiden amerikanischen Praktikern und Theoretikern angedacht waren, oder wird es zum Opfer einer seichten Unterhaltungsindustrie, die schon seit langem immer mehr Terrain gewinnt und sich dabei gerade auch, und das ist natürlich das Problem, der elektronischen Potenziale bedient. Und damit bin ich am Ende. Applaus